Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Yankee Candle Tipps und Tricks Teil 2. In meinem zweiten Teil geht es jetzt ausschließlich um das Thema Housewarmer, wie pflege ich die, was mache ich, wenn mal was nicht so funktioniert, wie es soll. Im ersten Teil habe ich euch ja schon die Tipps und Tricks zu den Tarts, Samplern und Teelichtern vorgestellt und den verlinke ich euch dann auch nochmal in die Infobox. Falls ihr euch dazu entschließen solltet, irgendwann ein Glas von Yankee Candle, einen sogenannten Housewarmer zu kaufen, gibt es einiges, was ihr beachten solltet. So ein Housewarmer ist im Gegensatz zu Tarts und Samplern ja relativ teuer und das muss man auch wissen, relativ pflegebedürftig. Ja, auch ein Housewarmer möchte gepflegt werden. Das Ganze fängt schon an bei der Brenndauer. Also, wenn ihr so einen Housewarmer anzünden möchtet, müsst ihr den mindestens 4 Stunden lang brennen lassen, damit die gesamte Wachsschicht oben einmal komplett flüssig ist. Denn nur das garantiert euch, dass der Housewarmer auch gleichmäßig und sauber runterbrennt. Wenn ihr den nach 2 Stunden wieder ausmacht, weil ihr sagt, ja, ich muss jetzt aber weg, sorry, aber dann hat es überhaupt keinen Sinn. Dann passiert nämlich Folgendes. Ihr brennt euch dann hier in die Mitte so ein Loch rein. Wenn ihr den Housewarmer dann das zweite Mal anzündet, brennt das Wachs zwar am Docht runter, aber es ist dann wirklich wie so ein Loch. Das heißt, der Housewarmer tunnelt und es bleibt ein Rand vom Wachs stehen und das war's dann. Und das wollen wir ja nicht. Also ganz, ganz wichtig, den Housewarmer bitte immer mindestens 4 Stunden lang brennen lassen. Ich habe allerdings schon die Erfahrung gemacht, ich hatte auch schon Housewarmer, die haben trotz Hilfsmittel 8 Stunden gebrannt und waren nicht flüssig, also auch das passiert. Kommen wir nun zur Dochtpflege. Der Docht sollte maximal 5 mm lang sein bei einem Housewarmer. Vor jedem Anzünden solltet ihr den Docht auf 5 mm kürzen. Das Ganze macht ihr am besten mit einer sogenannten Dochtschere. Die schaut so aus. Kriegt ihr in jedem gut sortierten Yankee Candle Online-Shop oder aber auch bei Karstadt, wenn die Yankee Candle haben. Ihr könnt aber auch mal bei eBay gucken oder sonst im gut sortierten Kerzenfachgeschäft. Da gibt es das auch. Meine ist auch nicht von Yankee Candle. Es muss ja nicht immer Yankee Candle sein. Und Gott weiß, was kosten. Also da unten ist dann so ein Häkchen dran und das Ganze funktioniert wirklich wie eine Schere. Ihr geht dann her. Nehmt vorm Anzünden euren Housewarmer und kürzt den Docht auf 5 mm und dann könnt ihr den Docht anzünden und die Kerze brennen lassen. Wenn die Kerze dann brennt, dürft ihr die auch nicht einfach brennen lassen. Ihr müsst ab und zu mal gucken, was macht denn mein Docht. Wenn der Docht länger wird, gibt es meistens eine ganz große Flamme. Das fängt irgendwann an zu husten. Ihr versaut euch das ganze Glas, die Tapete noch dazu. Das muss ja nicht sein. Also bitte Housewarmer ausmachen, Docht wieder auf 5 mm runterkürzen und dann könnt ihr den Housewarmer wieder anzünden. Es kann auch passieren, dass während die Kerze brennt, sich hier oben am Docht so ein kleiner Knubbel bildet. Das nennt man eine Dochtblüte. Auch dann müsst ihr bitte den Housewarmer ausmachen, die Dochtblüte entfernen und dann könnt ihr den Housewarmer wieder anzünden. Falls ihr die Dochtblüte nicht entfernen solltet, passiert Folgendes. Es kann anfangen zu husten, es kann aber auch sein, dass der Housewarmer dann nur vor sich hinklimmt und im schlimmsten Fall fällt die Dochtblüte in euer Wachs und versaut euren Housewarmer und es muss ja auch nicht sein. Wenn ihr diese Regeln beachtet und es passiert trotzdem, dass euer Housewarmer nicht gescheit runterbrennen will und nicht schnell genug flüssig werden will, auch dafür gibt es Hilfsmittel. Da gibt es einmal die sogenannten Illuma Lids von Yankee Candle. Die schauen so aus. Die kriegt ihr auch in jedem gut sortierten Yankee Online-Shop oder aber bei Karstadt, die Yankee Candle haben. Der funktioniert folgendermaßen. Ihr setzt den auf euren Housewarmer drauf. Dann zündet ihr den an und der Illuma Lid, der bewirkt, dass die Flamme ruhiger und gleichmäßiger brennt, das Wachs schneller flüssig wird und dadurch der Housewarmer schön sauber und gleichmäßig abbrennen kann. Dann gibt es noch von Yankee Candle die Lampenschirme. Das sieht natürlich toll aus. Und so ein Lampenschirm bewirkt natürlich auch aufgrund dessen, dass der die Wärme unheimlich gut verteilt, dass der Housewarmer ganz, ganz schnell flüssig wird.
Sieht auch, wenn er an ist, wirklich super aus. Der Nachteil ist allerdings, dass wenn ihr einen Duft habt, der vielleicht nicht ganz so stark ist wie andere, Yankee Candle hat ja schwächere und stärkere im Programm, dass der Duft sich dann meistens oben in der Lampe fängt und das war's. Also ich rieche da teilweise nichts mehr. Ist schade drum, wie gesagt, sieht wirklich toll aus, aber wenn ich bei einer Duftkerze nichts mehr rieche, das soll ja nicht sein. Mir sind die Illumas wesentlich lieber. Die erfüllen ihren Zweck, alles brennt gleichmäßig ab und der Duft ist voll und ganz da. So soll es ja sein. Günstiger als ein Lampenschirm ist so ein Illuma allemal. So, wenn ihr jetzt aber einen Hauswarmer habt, der nicht richtig flüssig werden will, und ihr habt weder ein Illuma-Lid noch einen Lampenschirm zur Hand, auch da gibt es einen Trick. Den Alufolientrick. Alufolie hat in der Regel jeder zu Hause. Ihr macht dann Folgendes. Ihr macht euch ein großes Stück Alufolie ab, faltet das einmal doppelt und dann packt ihr euren Hauswarmer da damit ein, damit das Ganze dann anschließend so aussieht. Ich weiß, schön ist anders, aber es erfüllt seinen Zweck. Durch die Alufolie wird die Wärme besser geleitet, das Wachs wird schneller flüssig. Und das ist das, was wir wollen. Worauf ihr achten sollt, dass das hier oben so ein bisschen als Trichter geformt ist, aber dass auch noch eine Öffnung da ist, damit das Sauerstoff zirkulieren kann. Nicht schön, aber hilfreich. Wenn alle drei Sachen nicht helfen sollten, dass ein Hauswarmer überhaupt nicht flüssig wird oder dass der nur klimmt, dann hilft es nur noch, den einzuschmelzen. Da macht ihr Folgendes: Ihr kauft euch am besten so Eiswürfelform aus Silikon. Dann nehmt ihr einen Topf, macht Wasser rein, stellt euren Hauswarmer rein ins Wasserbad, wartet, bis das Wachs flüssig ist, gießt das Wachs dann in die Eiswürfelförmchen rein, wartet, bis das erkaltet und fest ist und drückt dann anschließend das erkaltete Wachs aus den Eiswürfelförmchen raus. Ist zwar schade, ihr wolltet ja eigentlich die Kerze abbrennen, aber bevor ihr gar nichts da damit anfangen könnt, macht es lieber so. Dann könnt ihr das Wachs anschließend wenigstens noch in der Duftlampe als Tarn verwenden. Hat ja schließlich alles Geld gekostet. War ja nicht billig, Yankee Candle. So, wenn ihr einen Yankee Candle Hauswarmer habt, wo ihr sagt, ist alles schön flüssig, wunderbar, aber ich nehme trotz allem gar nicht so wahr, der Duft, der ist so schwach. Was kann ich da tun? Da könnt ihr hergehen und könnt entweder den gleichen Duft als Tarte nehmen und davon ein Viertel in die Duftlampe tun. Habt ihr gleich Duft? Wunderbar. Es geht aber auch anders. Ihr könnt das auch dufttechnisch unterstützen, indem er hergeht und euch so ein großes Küchenmesser nehmt und hier am Rand von dem Hauswarmer so Bröckchen rausbrecht, die ihr dann in die Duftlampe gebt. Dann habt ihr sofort Duft, könnt euren Hauswarmer anzünden, den ganz normal abbrennen und da der ja sowieso brennen muss, bis die gesamte Oberfläche einmal flüssig ist, macht das auch nichts. Der Hauswarmer sieht anschließend wieder genauso aus wie meiner jetzt. Das merkt also kein Mensch, dass ihr da an der Kerze rumgeschnippelt habt. Wenn ihr dann den Hauswarmer ausmachen wollt, auch da gibt es was, was man beachten muss. Da die gesamte Oberfläche ja komplett flüssig ist, ist es nicht ratsam, herzugehen, einfach mal zu machen. Funktioniert zwar. Aber manche Leute hatten dann den Wachs schon da, wo sie ihn nicht haben wollten. Ne? Deshalb gibt es auch dafür Hilfsmittel. Da gibt es einmal sogenannte Kerzenlöcher, die schauen so aus. Kriegt ihr auch in jedem gut sortierten Kerzengeschäft oder schaut mal bei eBay. Worauf ihr allerdings achten solltet, dass wenn ihr euch so einen Kerzenlöcher kauft, dass das Glöckchen an dem Kerzenlöcher beweglich ist. Wenn ihr euch nämlich einen kauft, der nicht beweglich ist, passiert Folgendes. Ihr kommt, wenn ihr ein großes Glas habt, das funktioniert jetzt bei dem mittleren schon nicht richtig, nicht mehr richtig an den Docht dran, um das auszulöschen. Habt ihr einen beweglichen, könnt ihr damit wunderbar
euren Docht ausmachen. Der Nachteil bei so einem Kerzenlöcher ist, wenn ihr die Kerze ausgemacht habt, es rußt, also beziehungsweise raucht nach wie vor. Wer das nicht mag, auch da gibt es ein Hilfsmittel. Da gibt es einen sogenannten Wick Dipper, der ist von Yankee Candle. Den kriegt ihr auch wieder in jedem gut sortierten Yankee Candle Online Shop oder bei Karstadt. Und der funktioniert folgendermaßen: Ihr nehmt den Wick Dipper, geht in die flüssige Kerze rein, biegt den Docht ins flüssige Wachs, dadurch geht die Flamme aus, dann biegt ihr den Docht wieder zurück und das war's. Flamme ist aus, aber es rußt nichts. Wick Dipper. So, wenn ihr dann eine Kerze habt, die ihr komplett abgebrannt habt, das heißt ein Glas, das mehr oder weniger leer ist, es kommt häufig vor, dass so ein Rest leider drin bleibt. Mir ist das auch passiert. Ich habe meinen Hauswurmer angemacht, hat den 2 Stunden an und danach ist er einfach ausgegangen. So schaut es jetzt aus. Es ist ja schad um das Wachs. Was kann man tun? Ganz einfach. Nehmt euch ein Küchenmesser, schneidet das in 4 Teile, löst die 4 Teile raus, tut das Ganze bitte auf den Zewer, weil sich gerade hier unten im Hauswarmer unheimlich viel Duftöl sammelt. Nehmt den Überschuss ein bisschen ab, hackt das Ganze in kleinere Stückchen, tut das Ganze wieder in den Ziplockbeutel, wo ist er? Da, Vorbereitung ist alles. Tut das Ganze wieder in den Ziplockbeutel und verwendet die Bröckchen anschließend in der Duftlampe wie die Tarts. Da habt ihr nichts verschwendet. Wem das zu viel Arbeit ist, der kann auch hergehen und kann das Glas auf ein Teelichtstöfchen stellen, also auf so ein Teestöfchen, das warm werden lassen, bis es flüssig ist und es gibt den Duft ab und Prinzip wie Duftlampe. Mir ist aber das mit dem Rausmachen und direkt in die Duftlampe lieber wie das mit dem Stöfchen. Wenn ihr dann die Gläser vollkommen leer gemacht habt und auch von Wachsresten befreit habt, auch die müsst ihr nicht wegschmeißen, auch die könnt ihr noch verwenden. Es gibt ja die kleinen, die mittleren und die großen Hauswurmer. Die kleinen, die könnt ihr wunderbar verwenden, um für auf dem Schreibtisch so kleinen Krimskrams reinzutun, wie Büroklammer, Reißzwecke oder Tintenpatronen. Die mittleren eignen sich hervorragend für in die Küche, für Mehl, Salz, Zucker oder aber auch zum Verschenken mit Gummibärchen befüllt oder ein schönes Badesalz, eine schöne Schleife drum gemacht, eine Karte dazu, kommt immer gut an. Ich habe in meine Hauswarmer Teelichter rein, in meine leeren, weil ich habe in jedem Zimmer eine Duftlampe stehen. Da brauche ich natürlich auch ganz viel Teelichter. Die habe ich mir dann nebendran gestellt, damit ich immer die Teelichter griffbereit habe. Auch wunderbar. Ihr könnt sie aber auch ins Bad stellen, könnt Wattepads reintun. Oder aber für die Mädel unter uns, ihr könnt auch ganz dekorativ eure Tampons da reintun. Das geht auch. Die großen Gläser könnt ihr genauso verwenden wie die mittleren. In der Küche mit Nudel, Kaffee etc. Mit Konfekt, was auch immer als Geschenk. Die müsst ihr auch nicht wegschmeißen. So, meine Lieben, das waren meine Tipps und Tricks Teil 2 von Yankee Candle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal, ob es hilfreich für euch war, wie ihr es fandet. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt, beantworte ich gern, insofern ich es kann. Oder habt ihr vielleicht noch einen Tipp, den ich überhaupt nicht kenne? Dann hinterlasst mir doch einen Kommentar in der Infobox. Und ja, das war's. Dann bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.